1,6, okay. Sonnenblume. Das ist wie eine Sonnenblume. Mein Headset sitzt langsam wieder ein ganz bisschen nervig. Hm. Zack, zack. Zack, eine Sonnenblume riskiere ich noch. War wahrscheinlich wieder mal ein Fehler von mir, aber... was soll's. Nee, so unbedingt war es kein Fehler. Weil jetzt kriegt er erstmal ein paar Schoten wieder gegen den Kopf geschmissen. Hohoho. So, hier steht sogar Levelfortschritt, das ist ja geil. Dann, ah ja, da muss ein P-Shooter hin. Ich habe gerade gewartet, warum, oder ich habe gerade geguckt, warum hier nicht geschossen wird. Ach ja, so, egal. Komm schon, daher jetzt da ein Zombie. Muss ich nicht noch ein... Ah, komm schon. Ich will nicht mal hier Sonnenblumen pflanzen können. Das ist immer sehr wichtig, dass man am Anfang gleich ein paar Sonnenblumen hat. Ist das zu riskant? Das ist zu gewagt? Muss ich da oben auch noch einen hinsetzen? Na komm. Okay, jetzt aber die nächsten 50 Sonnen, die ich habe, werden in eine Sonnenblume investiert. So, ha, fertig. Weil jetzt da ein Zombie kommt. Genau, super, das ist ja alles super genial. Komm, eine brauche ich noch. Dann kann ich den da auch ein paar Schoten an den Kopf werfen. Und jetzt muss ich gucken, jetzt kommen wahrscheinlich auch gleich schon die Hüt-Zombies oder die mit der... Genau, ich brauche ganz schnell noch eine Sonne für eine Walnuss. Zack. Dann spring du mal rüber da und... Sonnenblume investieren. Ja, der ist gleich hinüber, da fällt auch schon sein Arm ab, der im Boden natürlich sofort verschwindet. Ja, ist ja ganz normal. Und da oben kommt jetzt schon der nächste. Und weder kommt hier durch. Ne, gut, der kommt nicht durch. Aber ich brauche ganz schnell mal eine Walnuss. Sein Arm ist schon ab. Okay, gut, das hätten wir geschafft. Oh je, das ist alles hier sehr schwierig. Besonders weil die Walnüsse sehr lange brauchen, bis man davon wieder eine pflanzen kann. Oh je, je, je. Ihr seht gerade, ich investiere erstmal schön in Sonnenblumen. Größtenteils. So. Wenn ich jetzt hier hinten erstmal genug Sonnen zusammenbekomme. Das ist mir da recht riskant, wenn einer da nochmal zu den Blumen durchkommt. Deshalb mache ich da einfach eine Kartoffelmine und gleich so ein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu gewagt. Na, natürlich war das viel zu gewagt. Der wird wahrscheinlich durchkommen, aber da wäre Rasen mehr. Außer, kriegen die noch so kalt. Ja, die kriegen auch so kalt. Geil. Also ab 2 P-Shotern braucht man noch nicht mal mehr so ein Walnuss-Gedings hier. Weil dann kriegen die den auch so kalt. Und der ist auch gleich weg vom Fenster. Und wir haben unsere Eisblume. Juhu! So, dann gleich weiter. Ich weiß, macht der Spieler langsamer, weiter, bla 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 bla. Da steht ein Zweirad. Zweirad. Nimm, nimm, nimm. Wie die Blume so hin und her schwankt, finde ich mal witzig. Gleich eine zweite Sonne am Anfang. Also mindestens 2 Sonnen gleich hintereinander setzen. Entschuldigung. Jetzt brauche ich nur noch eine Sonne und dann kann ich schon die erste P-Shooter wieder aufstellen. Dann stelle ich 2 Reihen Sonnen reichen für uns aus. So, ich mache jetzt eine Reihe normal und eine Reihe... Nee, Moment, ich mache ein schöneres Muster. Da gibt es auch noch was Schöneres. Jetzt kommt da schon wieder ein Zombie. Ach, ich riskier's. Scheiß drauf. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm.
Da, da. Okay. So, hier seht ihr schon, jetzt kommen hier zwei Wellen. Das bedeuten immer diese Faden mit dem Hirn drauf. Und jetzt bin ich gespannt, ob hier oder da einer kommt. Nee, natürlich da und gleich auch einer. Kommt schon. Schneller, schneller, schneller. Ich muss jetzt sehr schnell an Sonnen kommen. Sonnenblume pflanzen? Nee. Scheiße, komm schneller, 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 schneller. Komm, 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 komm. Noch 75 Sonnen. 25, jetzt noch 50. Jetzt noch eine. Eine Sonne brauche ich noch. Eine einzige Sonne. Komm. Komm, 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 komm. Jetzt brauche ich wieder eine Sonne. So, und jetzt brauche ich noch drei Sonnen. Oh mein Gott, du bist so scheiße. Nee, der ist vorbei, weil hier ist er gleich vorbei. Und er ist vorbei. Jetzt klappt nichts mehr. Der Zombie ist durch und lässt sich jetzt nichts mehr dran machen. So. Hier vorne hat das nichts mehr gebracht und wir haben ja hier noch einen Rasenmäher. Die sind ja für mich persönlich nur für den Start, weil danach sollte ich eigentlich größtenteils eine Barrikade aufgebaut haben. Da liegt jetzt im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob wie vielen Jahren dieses Spiel hier ist, weil hier sind überfahrene Zombies und alles so. Das ist ja nicht gerade so kinderfreundlich, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Trotz, dass es alles noch recht witzig gestaltet ist hier, auch besonders die Zombies. Was ist ein toter Hochspringer? Springer? Ja, das stinkt bestimmt schon ganz schön. Ja, dann setze ich da einen hin. Sonnenblume. Okay, der da unten ist recht schnell kalt. Der da auch, der da auch. Sonnenblume. Gleich ist schon die erste Welle. Jetzt sollte ich mich vielleicht wieder ein bisschen mehr auf die P-Shooter konzentrieren. Ach komm. Das packen die schon. Ich wollte auch gerade sagen, da kommt ein Stabhochspringer, aber da muss ich jetzt keine Walnuss hinstellen, weil der wird sogar noch eingefroren und dann passt das alles. Ja, hier unten kommen mehr, aber ich davon erstmal einen dahin. So, der kippt gleich um und dann wird der auch schon eingefroren. Jetzt bitte noch meine Sonne. Gut. Jetzt kann ich nochmal zwei Sonnenblumen machen und dann bei dem Spektakel eigentlich nur noch zusehen. Ja, der kippt gleich um hier. Tada. Ich mache hier nochmal eine Walnusswand. Zack, einmal den hier nochmal aufhalten, dass er noch langsamer wird. Mal gucken, ob ich das noch fertig gebaut kriege. Hier vorne die Mine und da die Walnüsse. Bin ich ja mal gespannt. Also am Geld mangelt es uns nicht, aber wahrscheinlich mehr so an der Zeit, wie lange die Dinger hier brauchen, um nachzukommen. Der wird jetzt erstmal eiskalt überholt hier. Aber ihm fällt schon der Kopf ab und das heißt, er kippt eigentlich gleich um. Tada! So, dann kommt hier eine Mine dahin, bevor er die anknabbert hier. So. Ach ja, diese Kombo von den Pflanzen ist echt genial, finde ich. Und wir haben jetzt schon 700 Sonnen im Überschuss. Los, mach den kalt. Ja, wortwörtlich. Nein! Werfen wir. Ich hoffe mal nicht, dass der hier gegen die Minen kommt immer. Das wäre sonst ziemlich ärgerlich. Nein, 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 nein. Oh. Okay, das passt also. Bis jetzt jedenfalls. Dann, da habe ich voll die Walnuss versemmelt. Oh, das regt mich jetzt auf. So, aber bis hierhin waren wir, weil Level 1.8 wäre ja denn ja erst gekommen, weil das ja da stand. Oh mein Gott, habe ich viele Sonnen. Ich bin reich. Reich, Leute, ich bin reich. Aufgrund, dass wir so viele Sonnen haben.
wird jetzt hier erneuert. Genau, ein schönes Muster einmal reinzimmern. So. Ist vorbei, genau. Okay, jetzt brauche ich noch eine Landmine. Ja, Landmine. Und dann ist mein schön dekorativer Ball fertig aufgebaut. Schießt, ihr Pflanzen, schießt. Oh, das wird jetzt so weggemetzelt werden. Hey, ihr Witziger. Die sind wahrscheinlich hier... Die dürfen jetzt eigentlich, ich wollte gerade sagen, manchmal die Minen irgendwie rankommen. Und die hier werden jetzt einfach nur so weggefetzt von den Pflanzen. Da haben Zombies halt keine Chance gegen Bohnen. Das ist natürlich ganz klar. Als ob Zombies eine Chance gegen Bohnen hätten. Dekorativ, okay, das ist jetzt nicht so ganz schön. Jetzt haben wir die Pflanze. Und bei Folge 2 sind wir ja hier stehen geblieben. So, und jetzt gehe ich mal nächstes Level. Haus von LP, hey, 97. Ich habe ein Haus und da sind schon welche mit diesem Eimer. Aber egal. Walnüsschen und das da. Und los geht's. So, dann hat er erstes wieder zwei Sonnenblumen, wie immer. Und ich höre gerade, oder... Ja, ich merke gerade, ich muss nach dieser, nach diesem Level erstmal wieder eine Aufnahmepause machen. Mein PC meldet sich wegen Festplattenspeicher. Ja, ich weiß, mein PC ist in der Hinsicht genial. Beziehungsweise, ich habe 2 Terabyte, aber... Irgendwie kriege ich den PC mal voll, besonders Flaps-Dateien sind ja sehr groß und... Ja. Da gibt es eigentlich nichts Großes zu erzählen. Jeder, der irgendwie mal mit Flaps gearbeitet hat, weiß, dass so 2 Minuten 4 GB sind. Also Leute, wirklich 2 Minuten, 1 bis 2 Minuten sind 4 GB bei mir. Also das sind verdammt große Datenmengen, die ich hier immer schreibe auf meinem PC und halt wieder auch lösche und rendere und sonst was alles. Das ist Wahnsinn. Da träumt man im Normalfall nicht von. Und da kommt gleich so einer. Oh mein Gott. Das geht nicht gut aus, das kann ich euch jetzt schon sagen. Moment, genau, da kommt mir Walnuss hin. Die würde jetzt wahrscheinlich ganz schön zusetzen, aber mit einer Walnuss passt das ihm. Alter, was, wie soll man hier so schön die Sonnen zusammenbekommen? Ich krieg's hier gerade hin, dafür.